Hallo zusammen, ich bin Dominik von Rabbit Espresso Design. Bei mir ist immer noch der Cornelius. Servus. Wir sind heute im Kaffee-Test-Marathon und testen heute einen Kaffee aus Mauritius. Eine gute Freundin von mir, Lea, hat mir einen Kaffee aus Mauritius mitgebracht. Das Besondere an dem Kaffee ist, dass der auf Mauritius anbaut wird, in dem Tal Caramel oder Charamel, keine Ahnung, wie man das ausspricht, ausgesprochen wird. Und die selber trinkt gar keinen Kaffee, hat aber gewusst, dass ich so ein bisschen kaffeeverrückt bin und hat gemeint, den gibt es eigentlich nur da, für die Hotels wird der gemacht, für die Leute da im Supermarkt, aber so wirklich viel andere Möglichkeiten, dass man den Kaffee bekommt, gibt es gar nicht. Und das finde ich natürlich ultra geil, dass ich meinen Kaffee aus Mauritius testen darf. Ja, mach mal doch, Cornelius, oder? Probier mal einfach mal. Gibt's Schlimmeres, würde ich mal sagen. Danke, Lea. Fang mal an mit der Kaffeerösterei wieder bei der Bewertung. Ich meine, eine Kaffeerösterei direkt neben Anbaugebiet, wie geil ist das denn? Frischer geht's gar nicht. Besser geht's nicht. Die wissen, wie man den Anbau, auf was man achten muss, wenn sie gut drauf sind. 5 von 5 Sternen, würde ich mal sagen. Ich habe zwar nichts über die Rösterei wirklich im Internet gefunden, aber das, was mir Lea erzählt hat, man fährt durch dieses Anbaugebiet, man sieht, wie die das anbauen, man kann in die Rösterei reinschauen. Hört sich gut an. Cornelius, dein Part, die Verpackung. Die Verpackung ist schön, bisschen mit Farbe, steht drauf. Klassik, Arabica. Man weiß, was drin ist, man weiß, wo er herkommt natürlich. Genau, hinten steht ein bisschen was drauf, wo der Kaffee herkommt, Geschmack, bisschen was. Dann steht hier auch drauf, wie viel man nehmen soll, in dem Fall hier 7 bis 10 Gramm für eine Tasse Espresso, je nach Geschmack. 4 Punkte, 4 Kaffeebohnen, schöne Verpackung. Was ich immer ganz gut fände bei so Verpackungen, wenn man mal die wieder verschließen kann, damit einfach der Kaffee frisch bleibt. Und was natürlich fehlt leider ist natürlich das Röstdatum. Das ist natürlich leider auch nichts drauf. Und aber so zum Geschmack schreiben sie eigentlich auch nichts dazu, wie der jetzt eigentlich schmecken sollte. Bisschen was, Geschmack. Aber genau. Aber sonst schöne Verpackung. Riecht gut. Ja. Nicht so kräftig wie der Supremo vorher. Genau, ist nicht auch, so stark, ist ein bisschen leichter. Wesentlich heller geröstet. Jetzt sind wir mal gespannt, was der macht. Mühle haben wir gerade noch schnell eingestellt. Wir haben ja gerade eben den Supremo testet. Könnt ihr noch reinschauen beim vorherigen Video. Das war eine Rakete. Krasses Teil. Jetzt den aus Mauritius. Genau, wir machen wieder 16 Gramm, sie schreiben jetzt 7 bis 10 Gramm für einen Espresso. Wir machen 16 Gramm, 25 Sekunden Durchlaufzeit und schauen, dass wir so 50 Gramm Espresso ziehen dann. Also zwei schöne Espressi. Legen wir los. Bisschen kleine Sauerei ist es worden, bei mir zumindest. Halt mal deine Kamera, dass man sieht. Schön, man sieht natürlich 100% Arabica, ein bisschen weniger Crema. Cornelius natürlich wieder mit Zucker. Wenn ihr mal, also ich weiß ja schon, wie er schmeckt, ich muss ihn ja ein bisschen einstellen. Ist was ganz krass anderes wie der Supremo gerade. Okay, ja, völlig was anderes. Fruchtig bis oben hin. Irgendwas anderes noch mit dabei, sehr fruchtig, aber nicht sauer. Nicht sauer, aber sehr fruchtig. Oh, wie beschreibt man den jetzt? Oh, schmeckt auch sehr gut. Schmeckt super. Wie würde ich was Zitrusartiges im Geschmack drin. Im Geschmack, ja. So,
Ja. Zitrus. Hell geröstet, 100% Arabica, hat man natürlich fast keine dunklen Röstaromen Nee, drin. also nichts Schokoladiges oder so, Nicht Nussiges dabei. nussiges. Ja, wirklich fruchtig, Zitrus, beerig Ja. vielleicht, ja, sowas in die Richtung. Schade, dass sie nicht draufschreiben, nach was er schmecken soll. Dann können wir euch jetzt natürlich sagen, nach dem schmeckt er oder nicht. Ja, ganz anders. Ja. Interessant. Können aber Kaffee machen auf Mauritius, würde ich Ja. auf jeden Fall sagen. Ja. Gutes Zeug. Cornelius, wir bewerten natürlich wieder. Sind wir uns Alles einig? gleiche. 3,5 genau. Seit wann haben wir eigentlich halbe Kaffeebohnen eingeführt? Einfach um noch genauer zu sein. Schmeckt mir gut. Ist mal eine Abwechslung zu dem, weil ich ja sonst eher kräftigen Espresso mag. Genau. Kann mir auch vorstellen, dass der sehr gut in einem Cappuccino kommt. Zusammen mit Milch dann. Oder wenn man so Sachen probieren will, könnte man eigentlich auch mal machen mit Tonic Water oder so, was mal so Genau. rumexperimentiert. Genau. Vor allem auch durch das Fruchtige, das. Ich denke, das mischt sich dann gut mit anderen Geschmäckern. Ja, mir ist er zu wenig dunkel, ich denke dir auch. Gell? Also Ja. da fehlt einfach noch unten rum so ein bisschen Power drin. Auf jeden Fall interessanter Kaffee, gut. Ja, also schmeckt komplett anders, Ja. ganz andere Geschmacksrichtung wie jetzt der davor. Cool, gefällt mir, dass wir echt zwei gefunden haben, die heute so gegensätzlich sind. Was sagt der Italiener zu dem Kaffee? Der Italiener, ja, der wird dem so 3 geben, Bis eher vielleicht zwei. 2 bis 3. Ja, Der möchte es dunkler, der. kräftiger, vielleicht wenn er mal eine Abwechslung will, genau. Ja. Aber der Hipster natürlich. Genau. Der Hipster 5 von 5, würde ich mal sagen, weil, hallo, Kaffee aus Mauritius, woher kriegt man denn sonst? Also, Kaffee aus Mauritius, das ist ja natürlich schon Ding. Geschmacklich eben Ja. leicht, fruchtig. Und dann auch noch so ein schöner fruchtiger Third Wave Coffee, würde ich jetzt mal sagen. Also Genau. richtig schöner Hipster-Kaffee, wie man sich so in Berlin vorstellt. So, das waren heute unsere zwei Kaffees, die wir testet haben: den aus Mauritius, den Supremo aus geröstet in München. Falls ihr natürlich noch Kaffees und Röstereien habt, schreibt es uns unten rein, wir testen gern. Ich habe auch bis jetzt echt alle Kaffee selber gekauft oder eben geschenkt bekommen. Wenn ihr eine Rösterei habt, schreibt uns, schickt uns Kaffee, wir testen mal gern, was ihr so macht und werden auch weiter testen. Wenn es euch gefallen hat, natürlich lasst uns einen Daumen hoch da oder ein Abo. Schreibt es uns gern in die Kommentare, freut uns auch immer. In dem Fall würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Servus. Servus!